Jetzt geht's rassig. Der Bundesrat hebt fast alle Massnahmen auf. Grüß euch miteinander, das sind die Themen von heute. Guten Abend miteinander, das sind die News. Schön, habt ihr eingeschaltet. Es freut mich, seid ihr auch heute mit dabei, das sind die News vom 5. Jänner. Guten Abend miteinander, schön, habt ihr eingeschaltet. Wir haben euch das Neueste aus der Region, das sind die Schlagzeilen. Lang freut man sich drauf und er macht dem das Wetter einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung. Alle die, die in der Altjahrswoche ihre freien Tage auf der Piste verbringen wollten und vielleicht sogar Ferien in den Bergen gebucht haben, werden jetzt statt mit frischen Schneeflocken und Sonnenschein vor allem mit Regen eingedeckt. Blaue Haare und auffällig gestylt. So etwas vergisst man nicht so schnell. Und schon gar nicht, wenn man ihn selber positiv auf Corona getestet hat. Das auffällige Aussehen sei einer jungen Frau zum Verhängnis geworden, wo sie statt daheim in Isolation in die IKEA einkaufen ging. Lauf mir den Aren an, dann sticht ihm der ein oder andere angeknabbert Baum ins Auge. Der Biber ist wieder allgegenwärtig, was gar nicht so selbstverständlich ist nach seiner Ausrottung im 19. Jahrhundert. Die erste nationale Biberzählung nach 14 Jahren zeigt, dass die Nager wieder fleissiger Arbeit sind. Der Tobi Wittmann ist auf Spurensuche. Diese Tage hat der Blick für einmal nicht nur die Schlagzeilen geschrieben, sondern war gerade selber in den Schlagzeilen. Die Boulevardzeitung unterstützt den Bundesrat, um durch die Corona-Krise zu kommen. Der Blick bricht zu wenig kritisch, das der Vorwurf von verschiedenen Seiten. Die Worte sind wie Wasser auf die Mühle von den Kritikern des neuen Medienpakets, das im Februar zur Abstimmung kommt. Ja, Frau Simon, heute nicht in gelb-schwarz, sondern in blau schreiten wir zur Tat als Glücksfee. Ich würde sagen, ihr fällt doch gerade grösst an bei der SVP und zieht dort zwei Namen. Die fünfte und schönste Jahreszeit, sagen die Fasnächtler. Sie ist auch heuer an vielen Orten in der Region ein Opfer vor der Pandemie. Die Berner Fasnacht ist nach viel Zuversicht vor zwei Wochen abgesagt worden. Genau gleich hat auch Thun müssen handeln. Die Langenthaler Fasnacht, die immer gleichzeitig stattfindet wie die Berner, soll aber durchgeführt werden. Hat die Oberaargauer mit den möglichen Lockerungen besser gepokert als Berner? Der Simon Schär hat nachher gefragt. Die Umnutzung des Pannenstreifens auf der Autobahn A6 zwischen Muri und Bern-Wankdorf geht in die nächste Bauphase. Das sind Kurzmeldungen. Und noch eine Meldung aus dem Sport. Der SCB verlängert den Vertrag mit dem Beat Gerber um ein weiteres Jahr bis in Frühling 2023. Dann wird der 39-jährige Verteidiger vom Spitzensport zurücktreten und in einer anderen Funktion beim Club weiterarbeiten. Der Beat Gerber ist im 2003 zu den Mutzen gekommen und hat mit ihnen 6 Meistertitel geholt. Die Pandemie wütet auch im Schweizer Eishockey. Ein Grossteil der SCB-Mannschaft ist in Quarantäne, das meldet der Club heute auf seiner Webseite. Weil heute die Meisterschaft wäre weitergegangen, sind die Spieler und Betreuer gestern getestet worden. 2 Tests waren positiv. Die Zahlen steigen weiter. 13.375 neue Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden vermeldet das BAG an der heutigen Medienkonferenz. Es ist schon das 2. Corona-Jahr, das wir hinter uns gebracht haben. Für ganz viele von uns hat auch 2021 wieder einen Haufen Herausforderungen parat gehabt. Für die Polizistinnen und Polizisten waren es unter anderem die Corona-Demos, die vollen Einsatz gefordert haben. Sie feiern bis tief in die Nacht. Die Changnauer sind mächtig stolz auf ihre Beat Feuz. Gestern gewinnt der Kugelblitz die erste Goldmedaille für die Schweiz. Die Freude bei ihm, seiner Familie und seinen Fans ist gross. Das Fest im emmentalischen Changnau, durchgeführt unter 2G, ist darum auch so richtig abgegangen, wie die Florina Janutin weiss. Sie war mit der Kamera mit drin. Unser Team ist schon in diesem Jahr bei den Weltcup-Rennen in Adelboden vor Ort und berichtet über die Rennen und alles drumherum. G-Extra seht ihr vom Freitag bis zum Sonntag jeweils nach den News. Im Reportagemagazin Plus 41 nach den News geht es um ein Berner Original. Der Patrick Bohnenblust ist einer der ganz wenigen Brotsommeliers in der Schweiz. Wieso Brot eben nicht gleich Brot ist, erzählt er näher gerade. Bleibt also dran. Ich wünsche euch weiterhin gute Unterhaltung und einen schönen Hinweg. Merci fürs Zuschauen. Adio miteinander. Ich wünsche euch weiterhin gute Unterhaltung und noch ganz einen schönen Abend. Und hoffentlich bis morgen wieder. Adio miteinander. Ich wünsche euch weiterhin gute Unterhaltung und einen schönen Hinweg. Adieu. Merci. Adieu. Nein, sorry. Nein, da habe ich verkackt.